Wo ist denn Blötze? Egal. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Witcher 3 mit Paxis. Ist der tot oder ruht er sich aus? Hat sich eigentlich die Helligkeit schon wieder geändert? Ja, ich sag der gleiche Wert. Ja, ich habe zwar Blötze gerade gerufen, aber aus irgendeinem Grund... Hat vielleicht Angst vor den... Vor den Scoia'tael. Komm Plötze, ich brauch dich mal. Heya! Wir reiten jetzt zwar erstmal zu dem anderen Händler, aber wir reiten dann direkt dahin, wo wir die Belohnung für den Auftrag holen können. Und es ist ein bisschen weiter weg und ich glaube, da gab es auch keine wirklich guten... Ah? Langsam. Hier war doch ein Händler. Er ist schon weitergegangen. Lucians Windmühle, Lucian Le Foix, oder wie auch immer es ausgesprochen wird, der berühmte Bildhauer und Architekt aus Oxenfurt hat diese Windmühle vor vielen Jahren gekauft und in seine Zuflucht auf dem Lande verwandelt. Leider lässt die enorme Berühmtheit seiner Werke ihm wenig Zeit, die er in dieser Abgeschiedenheit verbringen kann. Er lässt die Mühle in der Obhut eines Verwalters. Waren wir auch noch nicht, interessant. Mach langsam. Ach, hier kann man Honig ernten. Ach, der Honig gehört halt rein theoretischerweise jemanden. Deswegen nehme ich ihn mal nicht mit. Der Imker wird wahrscheinlich... Ist hier eine Truhe? Tatsache. Also ja, also ob das hier irgendjemandem gehört oder nicht, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Also ich kann auch nicht auf alles achten. Das nehme ich jetzt mit. Außerdem habe ich immer beim Fell eines weißen Wolfes das Gefühl, dass mir das sowieso zusteht, weil ich ja der weiße Wolf bin. Und leider ist es ja sowieso egal, ob man irgendwas klaut im Spiel. Das ist ja, ich schränke mich ja quasi freiwillig ein. Das mache ich aber, glaube ich, auch erst im zweiten Durchlauf. Ich glaube, als ich das erste Mal durchgespielt habe, war mir das egal. Da habe ich einfach alles mitgenommen, was ich wollte halt. Schauen wir mal hier rein. Ja, die wird doch von niemandem mehr bewohnt. Guckt euch das mal an hier. Das ist doch... Achso, da kommen wir wieder nicht rein. Verwalter. Der wohnt ja auch nicht drin, sondern der verwaltet das ja noch irgendwie. Also wer weiß, ob das in irgendeiner Form überhaupt noch richtig genutzt wird. Ach mein Gott, bleibt doch mal stehen. Aber wahrscheinlich ist es sowieso wieder ein... Hallo. Sowieso wieder ein Händler, den wir schon kennen. Wir schauen mal. Tut mir leid, Zwerg. Sei gegrüßt. Nein! Ein neuer Händler. Nice. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ist im Prinzip auch wieder egal, weil wir sowieso nichts haben, was wir brauchen. Ja. Wäre halt geil, wenn die... Großer Striborg-Runstein. Groß. Ich wollte gerade sagen, wäre mal geil, wenn die auch mal was Krasses hätten. 5% Chance auf Taumeln. Also ich glaube, das können wir uns schon leisten. 4800, wir finden die einfach nicht so oft. Ich bin mir irgendwie nicht sicher, ob wir die jetzt alle zusammen mergen können, ob wir die bei einem Schmied zusammenstellen können und welchen Schmied wir da wieder brauchen. Ich glaube, es gibt so einen speziellen Runenschmied und nur der Runenschmied kann das. Und alle anderen Schmiede können das, glaube ich, gar nicht. Das kann, glaube ich, nur der Runenschmied. Also macht es schon Sinn, hier mal so einen knappen den Tausender dafür zu investieren. Und daher verkaufen wir jetzt einfach noch ein bisschen Müll, dass wir wieder leichter werden. Es ist jetzt zwar deutlich weniger, was wir da bekommen, aber besser als nichts. Wie gesagt, nur aufpassen, dass wir nichts verkaufen, was wir nicht verkaufen wollen, wie dieses Set. Diesen Set-Gegenstand. So. Bücher müssten wir auch noch welche haben. Ah, Moment. Greifentrophäe. Stimmt, hatten wir nicht noch irgendwie eine... Ach so, jetzt hat er wieder die Trophäe von dem Waldschrat. Ich verstehe nicht, warum sie ja die Trophäe, die man neu bekommt, immer automatisch auswählt und dann ans Pferd anmacht. Das können wir auch alles verkaufen. 7,51 Kilo. Hilfe, Hilfe. Höchste Zeit, dass wir dieses Müll mal verkaufen. Und ich habe leider die falsche Trophäe, aber ich glaube, die andere Trophäe wird nicht die sein, die ich anlegen möchte. Deswegen kann ich die jetzt nicht verkaufen. Die Bücher können wir aber verkaufen. Ach, die wiegen gar nichts. Okay, aber ist egal, die brauchen wir trotzdem nicht.
Ah, guck mal, da gibt es sogar was, was Mehrwert ist. Wenn wir nicht so viel Geld in den Rachen geschmissen haben, dann will ich zumindest ein klein wenig wieder zurückhaben. Und er wird sich schon freuen, wenn er hier ganz viel Krempel bekommt, den er dann mit einer guten Marge weiterverkaufen kann, hoffe ich zumindest. Ich glaube, die Zettel sind alle nur eins wert. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, jetzt die wirklich zu verkaufen. Wäre halt geil, wenn man das irgendwie... Wenn man das irgendwie alles auswählen könnte, aber... Ach so, Rechtsklick verkauft direkt, ohne dass man nochmal nachlesen muss. Ja, dann warum nicht? Erstens räumen wir damit unser Inventar aus und zweitens, wie ich schon gesagt hatte, bekommen wir etwas Kohle von dem wieder, was wir investiert haben. Na also, war es doch gar nicht so schlimm, diesen Runengegenstand sich da geleistet zu haben. So. Leb wohl. Ah, da fällt mir ein, ich wollte eigentlich hier noch nachschauen, was das für ein Fragezeichen ist, weil das bei so einem Haus ist. Ich glaube zwar nicht, dass es ein verlassener Ort ist, aber verlassene Orte befreie ich immer ganz gern von den Ungetümen, die da ihr Unwesen treiben, damit die Bevölkerung zurück kann. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es das ist, aber ich will mir sicher sein und dann schauen wir mal. Das ist nur ein Banditenlager, aber ganz ehrlich, Banditenlager mache ich auch gerne platt. Nicht nachlassen! Bombe nehmen wir mal was anderes. Drachentraum. Samum. Ach nee, Samum war doch bloß Blenden und so, das mag ich nicht so. Nehmen wir Drachentraum. Ich bring dich um. Ja. Ist es auch das richtige Schwert, was ich ausgewählt habe? Ja. Zauberei. Nicht gut. Oh Mist, jetzt ist der blöde Drachentraum da, aber ich habe keinen Igni mehr. Reicht ihm die Eier auf! Einsatz, Leute, Einsatz! Dein Arsch gehört mir! Jetzt! Blöd, dass dieser Drachentraum immer erst mit Igni aktiviert werden muss. Scheiße. Verdammt. Gleich bricht die Defense bei ihm. Scheiße. Nicht nachlassen. Na komm. Wieso kann er denn immer noch blocken? Eigentlich müsste doch irgendwann das Schild kaputt gehen, beziehungsweise er nicht mehr blocken können, wenn nicht gut. Hier dieser Balken, der unter seiner Energie ist, auf Null geht. Aber der geht nicht auf Null. Was ist da denn los? Ist das ein Fehler? Machen wir es halt mit Konter, ey. So nervig. Das habe ich nicht verstanden, warum seine Ausdauer da ewig gehalten hat, fürs Blocken halt. Wo sind jetzt die... Wo sind die anderen Überreste da? Waren das schon alle Banditen? Welche waren das? Drei Stück? Ziemlich billig. Überlegener tanzender Stern, okay. Da war irgendwie auch nur ein kleines Banditenlager. Da haben sie sich aber einen ziemlich offensichtlich auffälligen Ort ausgesucht. So.
Gut, jetzt aber wirklich, glaube ich, zumindest mal zum... Das würde mich auch interessieren, wenn ich ehrlich bin. Ich gucke halt auch immer, wo könnte vielleicht ein Ort der Macht sein. Und ein Ort der Macht ist eher abgeschieden. Also die sind halt nicht in so einer Hütte drin, wo wir jetzt gerade waren. Also das war jetzt zum Beispiel klar, dass das Fragezeichen, was wir gerade geklärt haben, dass da kein Ort der Macht ist, das war klar. Da drüben ist wahrscheinlich auch eher ertrunken, aber es könnte zumindest theoretischerweise ein Ort der Macht sein. Ach, guck mal. Scheint aber ein versteckter Schatz zu sein. Liegt hier noch irgendwas rum? Komm, wir nehmen mal eine alte Wasserflasche, die in irgendeinem Fass rumgammelt. Stürmische See. Oh Gott, wie viele Gegner sind denn das? Was ist denn da los? Und es sind auch noch Murnixer. Keine Ertrunkenen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind gar keine Nekrophagen mehr drauf. Ne? Relikt, Okroiden und Dragonoide, das dachte ich mir schon. Überlegenes Gift der Erhängten. Überlegenes Bestienöl. Angriffskraft gegen Bestien. Bestien sind doch Tiere. Kann ich die beide draufknallen auf das Stahlschwert? Und dann habe ich 100% Bonusschaden? Ich probiere es mal aus. Hm. Verbessert das Nekrophagenöl. Oh, hat mich aber überrascht. Oh, das ist echt verdammt viel. Und wenn ich nichts sehe, kann ich nicht kämpfen. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen, wir müssen ein bisschen aufpassen. Gott, ich sehe halt nichts. So schnelle Angriffskombination. Was sind das viele? Oh, ich falle halt auch ständig hier runter irgendwo. Alter, was für ein langer Kampf, ey.
So, einer noch, come on. Phoenix. Na, endlich. Aber ich musste das so machen. Hätte ich da aggressiver oder unvorsichtiger gekämpft, dann hätten wir verloren. Wir haben ja auch nicht mehr Krasses zum Heilen. Nur noch unsere normalen Dinge zum Essen. Apfel eben jetzt zur Zeit. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Oh, ist es ein Questgegenstand? Also gibt es hier ein weiterführendes Quest? Sieht fast so aus. Wusste ich es doch. Trief. Hol die Ware aus der üblichen Kiste. Wenn du sie rechtzeitig zum ausgemachten Ort bringst, kriegst du die volle vereinbarte Summe. Wenn du dich um höchstens eine Ware verspätest, kriegst du die Hälfte. Wenn du noch später kommst, bist du des Todes. Hugo. PS, keine Zeugen. Wenn dich jemand bemerkt, erst töten, dann Fragen stellen. Das ist doch einfach die Kiste, die hier rumliegt, oder? Also hier ist doch die Kiste. Kein wirklich schweres Quest. Überlegene Kartätsche. Ach so, es gibt noch mehr Kisten wahrscheinlich. Oder muss ich die komplett leeren? Dann wird sie zumindest nicht mehr rot angezeigt. Ach so, es gibt vier. Ja gut, jetzt sehe ich es auch. Es gibt vier Kisten. Ja, tauch noch mal. Geralt. Hä? Ich halte C, aber er taucht nicht. Oh, ist das ein Bug, oder? Speichern mal. Ich muss mir neu laden, ich weiß es nicht. Er taucht nicht, er taucht nicht. Ich glaube kaum, dass meine C-Taste kaputt ist. Oh, warum taucht er denn jetzt nicht? Ah, come on, baby. Aber ich... Wir laden einfach mal neu. Aber es kann auch sein, dass es erst funktioniert, wenn ich das Spiel neu starte. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zu Maron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Wie ihr gesehen habt, falsches Intro. Gut, hoffentlich klappt jetzt das, die C-Taste wieder. Ja, was war denn das für ein Bug, ey? Verbessert das schwarzes Blut. Davon hatten wir, glaube ich, schon die überlegene Variante, aber noch nicht das verbesserte, von daher gut. Ich meine, benutzen wir eh nicht, aber egal. Zwei noch? Wo sind denn die anderen beiden? Ganz schön trübe und düster, dieses Wasser. Ich glaube, wenn man hier Katze einsetzen würde, würde man auch mehr sehen. Mal Luft holen. Ach, da ist noch eine Kiste. Ich dachte, die wären jetzt alle unter Wasser. Überlegenes Insektoidenöl. Auch Gegner, gegen die man kaum kämpft. Aber das Fragezeichen hat sich zumindest schon mal gelohnt. So, hier ist noch eine alte Leiche. Sehr alte Leiche. Ah, hier.
Verbessertes schwarzes Blut nochmal. Dann speichern wir und ich denke, beim nächsten Mal werden wir dann wirklich dazu kommen und dieses Quest hier beenden. Bei wo? Hä? Finde ein Schiff nach Skellige. Das ist doch überhaupt... Ach so, weil wir das andere Quest verfolgt haben. Das war bestimmt ein Hexerauftrag, oder? Hol die Belohnung. Ah, es war ein Hexerauftrag. Trotzdem haben wir ihn geschafft. Ziemlich cool. Also dann bis zum nächsten Mal. Bleibt cool. Euer Paxis.